Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK, wieder mit dabei der Pla. Hallo. Und zwar wollen wir uns heute einen Langhals holen, einen Pronto. Der steht nämlich hier vorne vor unserem Tor und so eine gute Gelegenheit lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Genau, wie auch immer der da hingekommen ist. Der Pla wird mich jetzt mit Taran oben auf dem Berg hoffentlich absetzen. Und nicht woanders. Boah, du bist schwer, du bist voll schwer. Ich habe halt viel Narkotiks mitgenommen. Guck mal, da sind auch zwei Dinos gefangen. Was, wo? Da ist ein Dreihorn und eine Schildkröte. Ich sehe es zwar nicht, aber egal. So. Zack. Dankeschön. So. Soll ich mit drauf schießen oder mach's erstmal alleine? Nee, es ist wurscht. Da ist der. Oh, Hilfe. Du musst nur gucken wegen Taran. Da ist der Pronto. Hier sind keine gefährlichen Tiere im Wald. Ich sehe jedenfalls nichts. Und dann geht's los. Ich nehme zuerst mal. Hallo. Ich muss erstmal die Pfeile auf den Bogen ziehen. Genau. Und dann geht's los. Ich auch. So, Bogen, erstmal ausrüsten. Ich habe zwei Bögen dabei, falls einer kaputt geht, weil so ein Bronto, der braucht bestimmt einige. Und Pfeile. So. Nicht, dass er unser Tor kaputt macht, wobei Metall das dürfte er nicht kaputt machen können. Scheiße, du hast mich runtergeschmissen. Nee, Taran hat dich runtergeschmissen. Ist mir egal, aber ich bin jetzt. Ganz unten? Nein. Okay, dann lasse ich den mal hier landen. Bleibst du hier oben? Bleibst du hier oben? Okay, gut. Klappt wieder super. Ja. Der sieht total komisch aus, der Knabe. Und schon wieder hängt da irgendwie mitten in irgendwas drin. Ich will den halt nicht umbringen. Da unten ist noch ein Dodo. Mal gucken, ob der das überlebt. Ach, ja, da. Ich glaube, den bringst du nicht so schnell um, den Pronto. Man darf ja nicht in den Kopf reinschießen, weil sonst geht die Taming-Effektiveness. Er wird halt eher verletzt, wenn du in den Kopf schießt. Und je mehr Energie die noch haben, wenn sie quasi ausgenockt sind, desto besser ist Effektiveness oder die Effektivität. Und zwischen jedem Schuss halt immer mal ein bisschen warten, bis halt der Trank-Pfeil auch wirklich wirkt. Gell? Ja, genau. Wie viel hast du schon verschossen? Ich habe jetzt noch 21 Pfeile und 30 habe ich mitgenommen. Ich habe jetzt auch schon 9. Nee, 8 verschossen habe ich jetzt. Weil der mal so ein bisschen rumspackt, ja. Ja, man sieht ja ein bisschen an dem Blut, was sie jetzt reingemacht haben, dass wie verletzt er ist und ob er irgendwann stirbt, aber das ist ja noch, glaube ich, alles im Rahmen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er einige Pfeile braucht. Deswegen haben wir uns auch jeweils zwei Bögen mitgenommen. Falls die kaputt gehen. Ich hoffe nur, der überlebt es nicht, dass der da. Ach Quatsch, guck mal, der hat ja noch gar nicht so viel Blutverletzungen, das ist nur noch. Nee, ich meine, die haben da ja gesagt, wenn die so, wenn im Stein feststecken oder im Ding, dann gehen die drauf. Ja, guck mal, sonst machen wir das Tor auf. Der Dodo lebt immer noch? Ja, weil er den nicht angreift wahrscheinlich, der kriegt das dann gar nicht mit ab. Immer schön in den Booty-Arsch, den das so schön schwingt. Mm. Shake your booty. Shake your booty. Wie viel noch? Ich hab noch 13. Ich hab noch 2. Ach, guck mal. So, jetzt ist die Frage, wie du runterkommst. Keine Ahnung. Ich versuche mich hier ein bisschen. Nee, pass auf, ich kann mal versuchen, dich zu greifen. Ja, klappt. Und jetzt runterfallen lassen. Dankeschön.
So, machen wir mal das Tor auf, dass da nicht irgendwas... So, ich war ganz fleißig und habe Narkotikbeeren gesammelt und wir haben ja zwei Beete angelegt und die geben auch ganz schön gut Narkotik ab, deswegen können wir uns mit dem Ding zuschmeißen und vergammeltes Fleisch haben wir sowieso immer. Narkotik, sollen wir nicht Narkoberries benutzen? Das ist auch ein Ding, ein Pflanzenfresser. Ich würde erstmal den Narkotik verwenden und die Narkoberries und dann die Narkotik. Du kannst auch nur meckern, oder? Tja, da steht's halt im Forum, in diesem Wiki drin, ne? Genau. Wenn die schreiben, spring von der Brücke. Wenn dann das Taming Effectiveness besser wird? Ja, dann springst du von der Brücke. Soll ich die Narkoberries holen oder lieber nicht dann? Jetzt hochprobieren. So viel haben wir jetzt nicht mehr. Ich habe daraus halt Narkotik jetzt hergestellt. So, okay. Ja, dann. Machen wir's so. Oder ich muss mit Money noch mal kurz eine Runde gehen. Warum? Ich gucke mal, Narkoberry Seeds. Warte, im Kühlschrank haben wir noch. Gott sei Dank haben wir einen Kühlschrank nicht. 300. Yeah. 300 Narkoberries. Gut, dann packe ich jetzt die Narkoberries rein. Laufen wir zurück. So, dann haben wir ja noch Stimberries, die wir verwenden können, um ihn hungrig zu machen. Da haben wir jetzt auch einen coolen Trick. Oh, da. So. Da sieht gar nicht seinen Kopf, der ist schon wieder im Boden fest. Der hat schon ganz schön was abbekommen. Na gut, ein Drittel, das ist aber noch in Ordnung, also. Je mehr Pfeile die halt brauchen, desto eher sind sie halt auch verletzt, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt schmeißen wir gleich die Beeren rein. Der mag lila Beeren. Hast du lila Beeren dabei? Nö, die hast du das dabei? Nee, ich hab nur eine Karte, eine Narkotik dabei gehabt. Achso. Holst du? Ja. So. In Money hatten wir noch welche drin. Und in... Scheiße, der hat jetzt angefangen, die Stimberries zu fressen. Die nimmt man doch normalerweise, um den hungrig zu machen. Warum machst du das bei dem Nein? Ja, weil ich den hungrig machen wollte. Das, weißt du, das fördert ja den Hunger, damit es schneller geht, aber... Nun ja. Falsches Ding. Das war jetzt natürlich blöd, weil jetzt nämlich die Effektivität schon runter ist. Scheißdreck. Tja, selbst schon. Dafür kann ich nix. So, ich hab. Hallo jetzt, Dodo. Ich hab jetzt alle Meryl Bears dabei, die wir haben. Okay, gut. Und wenn sie nicht reichen sollten, wie gesagt, eine kurze Tour mit unserem Mammut, dann geht das. Na, ich sehe schon, das was? Das wird vom Taming, von der Effektivität leider nicht so wirklich was. Obwohl das ja die bevorzugten Bären sind, ne? Ja. Hast du mir ebenfalls gesagt. Ja. Ach, ich habe keinen Bock, das zu stacken. Mach mal so. Hui. Hui, was? Ja, der hat jetzt keine Ahnung wie oft schon gefressen und das dauert ja Jahre. So, jetzt kann ich es nochmal probieren, Moment. Oh mein Gott. Der hat 11.000 Hunger. Er ist auch ein großes Vieh, guck doch mal. Aha. Gewicht 972, also wenn wir dann Holz oder sowas sammeln, dann wissen wir ja, wen wir noch mitnehmen, ha? Huh? Dann geben wir alles von ihm auf Speed, damit er schneller ist. Mhm. So. So, ich muss mal ganz kurz meine Wasserflasche auffüllen. Ich bin nämlich schon wieder am Dehydrieren. Ja, das passiert ja ganz schnell. Und wir haben jetzt auch in unserem Haus eine Wasserleitung reingebaut, damit wir nicht andauernd
rumlaufen müssen. Kannst du da die Tür zeigen, dass wir nicht komplett außen rumlaufen müssen? Ja, als ich die Mary Bears geholt habe, habe ich das gesehen. Achso. Da ist die Tür. Die Tür. Husch. So. Du bleibst bei dem? Ja, ich bin hier. Ich gehe mal mit Money nochmal kurz. Okay. Als nächstes wollen wir auch noch oben so ein kleines Vogelhaus draufbauen, dass wir mit den Vögeln direkt reinlanden können und damit die auch nicht immer wieder, weißt du, geil, wie weit wegfliegen. Mal gucken, ob das was bringt oder mal gucken, wie es funktioniert. Ja, der Pla will ja schon wieder einen Vogel haben. Ja, ja, war, da ist einer. Wir haben jetzt auch in Server-Einstellungen ein bisschen geändert, dass die Dinos ein höheres Level kriegen. Und da ist jetzt ein Vogel mit Level 30 bei uns in der Basis rumgeflogen und sollte der noch da sein, nachdem wir hier den Bronto haben, dann ist der als nächstes dran. Da haben wir noch einen Flugsaurier mehr, mit dem wir Metall holen können. Und dann brauchen wir weniger oft auf den Berg hochfliegen. Und wie gesagt, wenn der Level 30 ist und man es das schafft, dass der vielleicht dann nochmal, keine Ahnung, 6, 7 Bonus-Level bekommt, ist doch auch super. Dann wäre das doch cool. Und wie gesagt, mir geht es halt mit Maya so auf den Sack, dass die immer so weit wegfliegt. Und so weiter. Das macht aber nur sie. Ja, das macht nur sie eigentlich, ja, trotzdem. Und dann sind die auch sind alle Mate boosted beieinander und dann gibt es vielleicht auch ein paar mehr Eier. Warum ist da oben Triceratops? Hab ich nicht. Ach, da war das, okay, das habe ich nämlich gesehen, okay. Auch geil, ich hab weiter hinten habe ich oben mal so einen Parasaurier gesehen. Da habe ich ihn getötet. Habe ich ihn erlöst. Mhm. Ja. Der fand es bestimmt ganz toll. Ja. Bestimmt. Mhm. Ach du Scheiße, das dauert ja ewig. Das dauert ewig. Da stand irgendwas von, keine Ahnung, 5 Stunden. Echt? Keine Ahnung. Wo stand das? Und wonder, wie alt er ist. 14, Level 14. Oh, aber eigentlich müsste der schnell wieder Hunger kriegen, oder? Ja, eigentlich doch, es geht sogar, ja doch. Also geht schneller als bei manchen anderen auf jeden Fall, ja. Das Gute ist ja auch, dass der echt viel Torpor hat. Also das heißt, du kannst ihn hier eigentlich einfach mal liegen lassen und futtern lassen. Und irgendwann musst du ihm halt wieder Narcoberries oder Narkotik von mir aus auch reingeben. Und wenn da jetzt kein Dino kommt, dann passiert da ja auch nichts. Und wie viel hast du rausgekriegt? Es war jetzt so eine kleine Tour mit Money. Wir gucken mal kurz rein. 100, 241 Narkosebären und 265 Maryberries und 3 Millionen andere Bären. Okay. Ja, ich denke, das wird dann aber ein bisschen noch vorbei, ja. Müssen wir mal gucken. Der ist echt genial. Also Money. Bären und Holz und Fetch und weiß der Geier, der ist echt super. Und ich finde, der ist gar nicht so langsam. Und Stamina geht auch. Stamina hält bei dem echt lange, ja. So, da der ja jetzt hier eigentlich so lange braucht. Kannst du deinen Flugsaurier mal genau suchen gehen? Genau. Die Frage ist, ob bei dem halt auch nur ein Pfeil reicht oder ob der dann mehr Pfeile braucht. Ich denke, der braucht mehr Pfeile. Kann ich mir auch vorstellen. Das Problem ist, dass der halt abhauen wird, ne? Vielleicht sollten wir beide gleichzeitig erstmal draufhauen. Dann musst du mir jetzt erstmal helfen, Mann auszumachen. Ja. Ich trinke noch schnell was.
Dann, Ups, das war falsch. So. 112 Holz. 16. Die lassen wir mal drin. So. Kann ich noch rennen? Ja. Wenn die alle so auf diesem Mary Barrel stehen, dann sollten wir vielleicht nochmal ein Beat. Mal. Ja. Ja. Und das mit den Stimberries, hast du das schon gezeigt, Nega? Nee, habe ich noch nicht. Kann ich auch gleich machen. Jetzt helfe ich dir erstmal kurz ausladen. Nehme mir noch ein bisschen Fleisch raus. So. Die Bären noch wegstecken. Ich habe auch das Gefühl, das boilt schneller. Das haben die irgendwann geändert. Kann das sein? Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich packe jetzt die Narco-Berries in den Kühlschrank und die Mary-Berries auch, weil die, wie gesagt, sind ja begehrt. Ja, die anderen Narco-Berries habe ich auch schon in den Kühlschrank gepackt. So, das da, das da. Was lassen wir in dem Money drin? Nur eine Zeile. Also, das, was jetzt da drin ist, das lasse ich jetzt da drin. Du kannst die ja in den Trog reinschmeißen, oder? Wobei, die müssen, wenn dann in den hinteren Trog, weil hier vorne sind eigentlich Fleischfresser. Okay. Naja, Money ist ein. Achso, stimmt, ja, Money, ja. Aber der hat ja jetzt auch noch genug drin. Ja. Weil hier haben wir nämlich Miss Piggy. Und mit der, das ist unser Versuchskaninchen, die hat nämlich nichts drin und die überlebt. So. Und jetzt zeigen wir euch mal einen Trick, wenn ihr eine Farm haben wollt, also wenn ihr ein paar Beete haben wollt und ihr braucht Dünger. Dann kann man gucken, ist hier, habe ich die jetzt hier reingepackt, ich Depp? Oder ja, genau, okay, jetzt nehme ich mal hier die Stimberries raus. Lauf, vielleicht kennt ihr das auch schon, aber ich zeige es trotzdem mal. Lauf zu Miss Piggy. Also beim Schwein funktioniert es ziemlich gut, ich habe es mal beim T-Rex ausprobiert, da, naja, eher weniger. So, hier rein und dann gib ihm zum Essen. Zack, zack, zack. So, also wenn ihr mal irgendwie Dünger braucht, hier habt ihr dann ganz viel. Einfach alles dann in den Düngerbox packen. Da nochmal, Dankeschön. So. Gucken. Ne, okay. So, das ist dann eine, ja. Düngermaschine, ja. Düngermaschine, genau. Gucken wir mal. Wir haben hier nämlich auch schon alles voll. Alles Medium, genau. Jetzt gucken wir mal, brauchen wir hier noch was? Ne, da ist noch gut. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Düngerbox hinbauen. Meinst du? Naja, wenn wir jetzt noch ein Beet hinbauen, wäre es vielleicht nicht schlecht. So, Drop-Item brauchen wir nicht. Nee, nicht alles droppen. So. Das vergammelte Fleisch brauchen wir auch nicht, so. Und jetzt Vogel, Vogel! Vogel? Vogel, Vogel. Vogel, 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 Vogel. Dann such ihn mal. Kannst du mit Maya rumfliegen. Wir haben jetzt noch 200 Narcotics. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich stelle gerade noch mal was her. Ja, ich denke, das reicht. Ich nehme die mal mit. Ich habe mir eine neue Narkosegefalle geholt. Ich habe meinen Bogen repariert. Wo ist Taran? Taran müsste irgendwo hier in der Nähe sein. Auf jeden Fall, ich habe ihn hier abgesetzt. Irgendwo. Da ist er doch. Ja, ich sehe ihn. So, dann gucken wir mal. Was guckst du jetzt? Nach dem Vogel. Ach so, auch. War Vogel. Er war weiß und hatte orangene Flügel. Und orangene Betonung im Körper. Schade. Also vorne ist er noch hier so rumgeflattert. Wenn, dann müsste er weiter hier drinnen sein. Da, was ist das? Ameise, Ameise, Ameise. Bei dir? Ja, bei mir. K-
Killerameisen. Ja, die sind echt nervig, ey. Geben zwar Chitin, aber sind auch echt nervig. Zumal die einen auch vergiften ein bisschen. Mhm. So, jetzt sind sie platt. Hier ist der Vogel, ich hab ihn. Wo? 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 In unserem Gehege oder? Nee. Aber hier rennen im Moment nur ein Schwein rum. Hier, 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 wo ist hier? Also wenn wo du aus dem... warte mal, ich komme zurück. Also wenn er hinter dir. Mhm. Und dann musst du hier so ein bisschen in den Wald reinfliegen. Und hinter dem Felsen war der Vogel. Da ist er. Oh, da, der fliegt gerade. Wo fliegen wir denn hin? Und kann ich eigentlich hier auch meine... Nee, kann ich nicht. Wo, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nur Bäume. Jetzt ist er ist ja gerade abgehoben. Ich weiß nicht, wie hoch der fliegt. Warte es mal kurz. Oder ist er wieder runter? Da ist er, oder? Nee. Doch, das ist er. Ja, das ist er. Kannst du nicht bitte wieder bei uns landen? Das wäre cool. Ja, genau. Das finde ich voll dufte. Ich habe ihn jetzt aus dem Aufwand. Ich habe ihn hier, bei mir ist er. Gut. Aber wie gesagt, wäre halt dufte, wenn er bei uns irgendwie landen könnte. Dann schießen an und ja, und lassen mir folgen? Genau. Genau. Nee, komm, dann lass, weil da draußen... Kannst du nicht anknabbern und dann fliegt er irgendwo in eine andere Richtung? Ja, aber ob er dann in unsere Richtung fliegt und vor allem hier wieder landet, weiß ich nicht. Lass mal einfach mal kommen. Ist egal. Du fandest den hübsch. Ich weiß. Aber egal, jetzt gucken wir mal nach dem Bronto nochmal. Du, ich habe kein Problem damit, mit dir den Vogel jetzt zu holen. Ja, im Moment wissen wir noch, wo der ist. Ja, aber der ist außerhalb und dann kommt da ein Karno und dann frisst er den auf, während wir den zähmen und das ist doch blöd. Tja, musst du wissen, ich hab's dir angeboten. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Och, guck mal, der ist ja schon fast fertig. Ja, genau. Ja, okay. Das dauert ja noch vier Stunden ungefähr. So. Durst. Wenn wir Glück haben. Ja. So. Busch. Ich fülle jetzt mal meine Wasserflasche wieder auf. Achso, es sind noch welche drin. Ich weiß nicht, ob ich nochmal mit Money losgehen soll. Was spricht dagegen? Es wird dunkel. Ja, aber hier drin ist ja egal. Ich mag es aber nicht, wenn es dunkel wird. Hm. Du hast eine Fackel? Ja, genau. Die gibt so viel Licht. So. Ja, also dann? Dann ist doch gut. Viel Licht. Wenn die so viel Licht gibt, dann ist doch gut. Mhm. Das ist Wahnsinn, du bist dann richtig so. Und jetzt regnet es auch noch. Ist doch gut, kann schon mal nicht verdursten. Immer positiv sehen. Ja, genau. Ich habe hier eine Lungenentzündung. Du musst nicht arbeiten gehen. Das ist doch gut. Ey, unmöglich. Aber unmöglich. So, jetzt mache ich mir meine tolle Fackel an. Ja. Wow. Wow. Mann. Ich bin regelrecht geblendet. Das ist echt heftig. So, da hier Licht. Licht, Licht, Licht. Oh, das ist aber lieb. Hier ist noch was, da ist noch was, da ist noch was, ach, da ist komm, auch was, hier ist was, da Busch ist was, da ist noch was, und da ist noch was, hier ist noch was, und da ist noch was, und hier sind Bäume, und hier, da ist noch was, hier ist auch noch was, und da ist auch noch was. Bäume. Ich hab schon wieder ein Dodo getötet, oh mein Gott. Man sieht hier aber auch so schlecht. Es regnet, dafür konnte ich nichts. Die Sonne hat geblendet. Ja, ich mach hier mal bei uns Licht an, damit wir mal sehen, wo uns zu Hause ist, weil ich hab's jetzt gerade eben gesucht. Aha. Dass die Fackel ist so hell. Ja.
Ja. Mach mal das Flutlicht an, genau. Wolltest du nicht noch draußen irgendeine Lampe hinstellen? Ja, aber das Problem ist, die der Strom reicht nicht so weit. Ich muss erst noch Stromding hinbauen. Du hast Zeit, oder? Ich meine, der Brunto gammelt da vorne vor sich hin. Was willst du machen? Ja. Stimmt. Wie kann ich da jetzt am besten Stromdinger rausbauen? Weiß ich nicht. Warum muss ich das wissen? So, wir haben hier... Meine Fackeln geht gleich kaputt. Also ich kann meine übrigens ausmachen. So, wir haben hier die Stromleitung. Dann müsste ich hier ein Ding einbauen, eine Kreuzung. Damit die hier oben rauskommt. Ich sehe unser Zuhause. Also ich kann erstmal noch eine Lampe herstellen, so. Weil an die eine Seite kann man noch eine Lampe hinbauen. Was braucht man da dafür? Ich glaube Kristalle. Ja, Kristalle brauchen wir. Ja, genau. Nee, nicht Navigation. So, Structures, Electronica, nee, Electric, Licht. Kristall 10 und Metall 5. So. Erstmal die wichtigen Sachen. Also ich habe das Gefühl, die roten Bären kriegt man am meisten. Auf jeden Fall die Narco-Bären ist am wenigsten. So, ist noch ein Gas. Ich bin so langsam. Und alle Türen sind schon wieder offen? Ja, wenn du sie offen lässt. Was ist so laut? Dann mach's leiser. So. So, und dann machen wir jetzt hier noch eine Lampe hin. Use Item. So, da an die Ecke. So, Dalle, was mache ich jetzt mit dem Bären? Ha, haben wir hier auch noch Licht. Ich gehe mal nach dem Brondo gucken. Ja, genau, das ist gut. Sollte man mal machen. Ich habe keinen Platz mehr. So, er liegt noch da. Das ist schön. So, wie wir ihn verlassen haben. Unser Kühlschrank ist voll. Mit was? Mit allem. Da muss ein bisschen was von allem raus, oder? Ja, sieht so aus. Du wolltest doch einen zweiten Kühlschrank bauen, wie war das? Wäre eigentlich cool, ne? Ich habe ja gemeint, wir brauchen das nicht, aber anscheinend schon. So, was brauchen wir denn noch? Das, die da. Immer nur die 100 da, das andere bleibt bei dem. Kann auch schon was essen. So. Das reicht, großer. Und ich, ja, bin zu schwer. Ich kann mich nicht bewegen. Toll. Jetzt geht's wieder. Gott. Was ist los? Ja, das braucht ja ewig. Ja, das war aber klar, oder? Nö. Bei so einem großen Viech. Kühlschrank. Okay, mal gucken, was ein zweiter Kühlschrank, was der braucht. Was der kostet. Ja genau, was der kostet. Was kostet es? Das letzte Preis. Electric Kühlschrank. 10 Elektronik, davon haben wir noch 3. Kristalle, Polymer und Metall. Elektronik und Polymer ist halt teuer. Okay, also. 200 Metall, zack. 200 Metall, so, zack.
So, wir haben eine Perle drin. Haben wir noch Perlen? Ja. Ah, ja, haben wir noch. So, Perlen. Zack, wir brauchen Kristalle. Kristalle. So, wir brauchen Polymer, haben wir 10, wir brauchen 15, gell? Keine Ahnung, du hast den Kühlschrank. Ja, 15, das heißt, ein Polymer braucht 2 Zementpaste und 2 Obsidian, oder? Zementpaste braucht 8 Steine und 4 Chitin. Ja, wir haben aber noch Zementpaste und zwar, wir brauchen also 10 Zementpaste. Nehme ich mir mal 10 Zementpaste raus. Ja, viel haben wir aber nicht mehr. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger, was? Ja, wie weit der Pronto ist. Gell? Super, gell? Hast du ihm schon 100 Narkosebären verfüttert? Ja. Oh, wow, wow. So, und was? Die brauchen das. Okay, also probieren wir es mal aus. So, zack. Wir müssen jetzt alles drin haben. Gas. Und dann brauchen wir 5 von denen. Auch ein paar von denen. Und jetzt echt ziemlich viel Torpor, gell? Ja. Also das heißt, wenn der am Ende ist vom Torpor, müssen wir dem richtig ganz viel Narco-Berries oder von mir aus dann auch Narcotics geben, weil ich glaube, du kommst da gar nicht drum rum, dem Narcotics zu geben, weil der macht das uns gleich wieder auf. Naja, so. Gleich. Kühlschrank, komm, Kühlschrank. Schön. Und wo stellen wir den hin? Ja, das, ja. Den können wir eigentlich neben den anderen Kühlschrank packen, oder? Ich meine, wir müssten ja dann noch an die anderen Sachen drankommen. Weiß ich nicht. Ich guck grad mal. Ja, es geht. Ja, wir kommen jetzt an denen noch hin und dann wunderbar. Also passt. Aha. So, dann teilen wir einer mit Beeren, einer nur mit Fleisch, der andere nur mit Beeren und Eiern und Kibbles und sowas. Oder? Ja, ja. Du ja, machst ja. Das schon. Ja, ja, sie haben geschrieben. Ich hol mal nochmal ein paar Narkosebeeren. Zack, 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 zack. Und es wird langsam hell, also können wir die Lampen ausmachen. Ah. Ja, der Generator läuft so oder so. Hast du die Zähne hingestellt, okay. Ups, ja, dann dann leuchtet es noch ein bisschen zur Seite hin. Und auch ein bisschen nach vorne. So. Das da, das da, das da und das da hin. Was machst du? Ich gebe das im Pronto. Ach so. Okay. Also Licht aus, ja. So. Strom sparen, ne? Umwelt. Umweltbewusstsein. Da, ich habe da vorne eine Fackel an, siehst du? So, Licht aus, da auch Licht aus. Und dann holzen wir erstmal den Wald ab. Weil wir sparen ja den Strom, ne? Als Ausgleich können wir jetzt einen Wald abholzen. Genau. So, ich guck mal noch mal ein bisschen nach meinem Vogel. Vielleicht ist der wieder da. Vogel, Vogel. Hm. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber da ist ein blaues Licht, dann gehe ich mal hin. Der braucht ewig. Und ich dehydriere hier draußen. Hier dehydrierst du ja recht schnell. Deswegen ist ganz praktisch, dass es diese Kantänenflasche gibt. Oh, guck mal! Der Vogel ist da. Nee, zweimal Medium Croplot Blueprint in einem Ding. Wieder total sinnvoll. Das ist das, was. Also. Was man unbedingt braucht. Genau, ja. Also weg und weg. Okay.
Ja gut, der Vogel ist weg. Der Bronto braucht noch eine Weile. Ich würde sagen, machen wir einen Schnitt und ja, wenn irgendwas passiert, melden wir uns nochmal. Ja? Jo. Also, bis dann. Ciao. Ciao. So, willkommen zurück. Wir haben jetzt hier den Bronto fast für uns. Hat jetzt aber auch einige Zeit gedauert. Haben in der Zeit noch ein bisschen Holz gefarmt und haben den anderen Vogel gesucht. Der ist leider nicht mehr da. Aber mein Gott, das wird irgendwann wieder, da wird irgendwann wieder so ein Vogel da sein. Der Bronto braucht jetzt nicht mehr viel. Der hat übrigens so viel Torpor, also den braucht man eigentlich gar nicht wirklich viel geben. Wir geben dem jetzt aber was, damit er hier ein bisschen schneller ist und jetzt hoffentlich gleich fertig ist. So, dem gebe ich jetzt mal einfach 50 Narco-Berries. Und dann hoffen wir, dass es hier schnell zu Ende geht. Ja, wie lang kann ich jetzt leider nicht sagen, wie lange es gedauert hat. Wir haben jetzt die Zeit gestoppt, hätten wir vielleicht mal machen sollen, aber naja. Es waren auf jeden Fall Stunden. Aro hat leider gerade keine Aufnahme, weil es jetzt hier gerade relativ schnell ging. Wir haben es nämlich eigentlich mehr oder weniger fast sogar verpasst. Weil wir hier, wie gesagt, beschäftigt waren mit Holz abbauen. Wir haben jetzt auf der anderen Seite, also wir haben jetzt hier schon zwei Metalltoren hier an den Eingängen. An dem letzten Eingang haben wir jetzt auch noch ein Metalltor gebaut, dass wir da auch mal rauskommen. Weil ja da der Vogel war. Und dann sind wir mit Mammut hin, haben den Wald gerodet sozusagen und mit dem T-Rex und als Begleitschutz. Ja. Und dann haben wir ganz die Zeit vergessen und hätten hier fast nicht mehr auf den Bronto geachtet. Dann wäre der hier irgendwann aufgestanden und wir wären nicht mehr da gewesen. Ja. Taming Effectiveness ist leider nicht mehr ganz so toll. Wahrscheinlich, weil ich mal am Anfang die Stimberries reingegeben habe und der die schon gegessen hat. Bei allen anderen Pflanzenfressern, die fressen die eigentlich nicht. Damit kann man eigentlich den Hunger sozusagen ein bisschen größer machen. Aber keine Ahnung, der isst die wohl einfach so und dann hat es natürlich entsprechend die Effektivität gemindert. Von daher kann man das hier eigentlich nur mit den Narco-Berries machen. Aber ich denke mal noch so 3-4 Bären und dann dürfte er uns gehören. Und komischerweise immer wenn wir ein Tier zähmen, entweder der Kopf liegt im Stein oder weiß der Geier was, hier jetzt im Boden sogar drin, oder es ist ein anderes Tier dabei, was nervt und auf dem Tier rumtrampelt. Das Triceratops ist nämlich gerade eben hier auf dem Hals entlang gelaufen, hat auch so schön irgendwie drauf gekackt. Also total, wie heißt's, rücksichtslos. Naja. So. Also wie gesagt, viel dürfte es nicht mehr sein. Die Narcotics haben wir jetzt gar nicht gebraucht, die kann ich eigentlich mal alle rausnehmen. Und Nagoberries hatten wir jetzt auch genug. Mehr als genug. Können wir auch gleich wieder alle rausnehmen. Ja. Und dann ist es hoffentlich bald unser. Ich weiß gar nicht, ob wir schon einen Sattel haben. Müssen wir mal gucken. Aro füttert nochmal schnell. So. Aufkommen, Bach, aufkommen. Ja, fein, fein. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Schade. Ich glaube, der ist immer bei 55 oder sowas ungefähr. Wenn er 55 Hunger hat, dann ist da was. Kann natürlich auch abhängig davon sein, was ganz vorne an der Position ist. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt war. Auf jeden Fall eine, maximal zwei. Also im Prinzip, wenn man wirklich Zeit hat und das jetzt nicht beschleunigen will, dann braucht man dem wahrscheinlich sogar nicht mal irgendwelchen Narco-Berries oder sowas geben und nur ganz wenig, weil der Torpor-Balken oder der Torpor-Wert ist so viel, dass das eigentlich locker ausreicht sogar.
plus 3 Level noch. Dann haben wir Level 17. Ach ja, komm. Das waren, glaube ich, ein bisschen zu viel Narco-Berries. So. Die letzte Beere, oder? Das ist doch jetzt zwischen die letzte. Nein, doch nicht. Dann wird's doch ärgern. Guck mal, aber jetzt noch die letzte. Mal gucken, was man mit Bronte überhaupt alles machen kann. Ob der auch so toll Holz farmt oder Beeren. Jetzt aber, komm hier. Sind doch schon 101%, oder? Also nicht, wir gleich ein Dodo tot trampeln. Yeah! You have tamed a Bronto. So. Jetzt haben wir den auch. Little. Ach so, welche. Was hat denn der überhaupt für ein Geschlecht? Female, na toll. Egal. Change name. Littlefoot. So. Mitkommen. Kommst du mit? Ja. Mitkommen. Haben wir überhaupt noch Platz? Wird schon eng. So. Jetzt hier eine Kurve. Ja, weiter, komm weiter. Nicht stehen bleiben. Müssen wir hier natürlich auch schön rangieren. Schön alle Dinos irgendwie hintereinander. Achso. Ja. Jetzt kannst du ruhig stehen bleiben. So. Taran, du musst da irgendwie weg. Komm mal hier weg. Ja, so ist gut. So, jetzt kannst du dich wieder hinsetzen. Rudy, auch mal weg. Na toll. So, weg. Rudy, Rudy, Rudy. So. Ich glaube, so kann man es erstmal lassen. So, jetzt haben wir einen Bronto. Als nächstes müssen wir einen Sattel herstellen und den mal den ausreiten und gucken, was er alles kann. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Also von daher. Ja, ich denke, das ist doch bestimmt ein Daumen wert, oder? Ansonsten gerne noch einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.